Domradio Morgenimpuls Podcast. Jeden Montag bis Freitag hören Sie bei uns im Domradio den Morgenimpuls. Ich bin Schwester Katharina, ich bin Franziskanerin in Olpe und ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Und wir beten jetzt zusammen den Morgenimpuls. Eine unserer sehr alten Mitschwestern im Altenheim ist zwischendurch immer mal etwas desorientiert, verwirrt, ein bisschen neben der Spur, wie man so sagt. Dieser Tage war das auch so. Sie kam ins Nachbarzimmer, hat sich vorgestellt und der dortigen Mitschwester freundlich gesagt, dass sie jetzt hier im Haus eine Weile bleiben wird und das Nachbarzimmer bewohnt. Wir beide haben uns bedankt und ich habe ihr versprochen, sie gleich auch zu besuchen. Im Gespräch dann in ihrem Zimmer, das sie seit Jahren bewohnt, haben wir über Gott und die Welt, über den Krieg in der Ukraine und über den wechselhaften April geplaudert. Über ihr schlechtes Befinden und darüber, dass man mit 99 nun tatsächlich alt ist und dass das Leben noch nie so schwierig war. Dann sind wir so die Etappen ihres langen Lebens entlang gegangen. 1923 geboren, hat sie die Hitlerzeit, den Zweiten Weltkrieg, die harte Nachkriegszeit sehr bewusst erlebt und dann im Orden an vielen Stationen sehr segensreich für viele Menschen gearbeitet. Da kommt plötzlich ein Erinnern und sie sagt: Oh, das ist wahr. Es war nie nur leicht und manches auch wirklich hart. Aber wenn ich das jetzt so sehe, habe ich ein schönes Leben. Und ihr freundliches Lächeln war wieder da. Und die Einordnung in Zeit und Raum war auch wieder gegeben. Das Radio, das sie sonst immer genutzt hat, habe ich ihr wieder angeschaltet, den richtigen Sender gesucht und habe mich von ihr, die jetzt sehr zufrieden in ihrem Sessel saß, wieder verabschiedet. Viele Menschen kennen das. Die alten und sehr alten Mitmenschen kommen mit der scheinbar immer schneller gehenden Gegenwart nicht mehr klar, leiden unter den Kriegsberichten, den Bildern von Angriffen auf Städte und deren Opfer, von flüchtenden und verletzten Kindern. In der Verquickung mit dem eigenen Erinnern verheddert sich alles und wird unsortierter. Oft tut es dann gut, wenn sich jemand Zeit nimmt, den Geschichten lauscht und bei der Einordnung hilft. Und wenn man es schafft, Nähe und Vertrauen zu vermitteln. Dieses: Ich bin bei dir, ich halte dir die Hand, ich höre dir zu, ich mag dich gern. Dass Gott uns zusagt, dass wir bis zum Ende die Würde der Gotteskindschaft besitzen, ist eine wunderbare Gewissheit. Aber dass wir unseren Mitmenschen dabei helfen, sie auch zu spüren und zu haben, ist manchmal nicht ganz leicht, aber es hilft ungemein. Der Morgenimpuls mit Schwester Katharina, Franziskanerin aus Olpe, jeden Montag bis Freitag um 6:15 im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.